Hand nehmen und mehr gestalten. Das heißt, wir hatten sehr viele unterschiedliche und sehr viele mit wenig Erfahrung in der Virtualität. Und daraus dann einen Online-Kurs zu machen, wo es ganz viel um auch dieses WeQ, was Herr Dreger nannte, wo es ganz viel darum ging, aus der Gemeinschaft, aus der Vernetzung im Kollaborativen zu lernen. Wir hatten zwar auch Elemente, die eben abgefilmt waren und die man als Inhalt oder als kleines Curriculum nehmen konnte, wo man auch einen Anfang und ein Ende vielleicht sehen konnte, aber bei einem MOOC ist es ja, oder bei diesem Online-Kurs auch, ist es ja durchaus so, dass man sich Sachen rauspicken kann und gar nicht das ganze Curriculum von Anfang bis Ende durchmacht. Das heißt, wir hatten mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gruppen, einzelnen Menschen zu tun und mussten da ganz viel begleiten und haben als Moderatoren am Anfang tatsächlich auch damit begonnen, jeden, der sich eingeschrieben hat, persönlich zu begrüßen, um eben eine gewisse Tonlage zu etablieren, um eine gewisse Stimmung herzustellen, damit dieses WeQ, also diese Gemeinschaft und die vergemeinschaftete Intelligenz sozusagen auch entstehen kann. Und das war in der Tat eine Herausforderung. Also bis man Menschen, die nicht gewohnt sind in der Virtualität, sich zu bewegen, zu kommunizieren, ohne einander zu sehen, ohne die üblichen Möglichkeiten zu haben, miteinander zu sprechen, bis man die so weit hat, dass die sich wirklich auch gerne öffnen, gerne Dinge von sich erzählen, was man ja auch braucht, um in den Austausch zu kommen, um in dieses vernetzte Lernen auch zu kommen. Da haben wir doch ganz schön geschwitzt, aber haben das auch sehr gerne gemacht, weil ich darüber, kann ich jetzt natürlich nur für mich sprechen, einen guten Eindruck hatte, wer ist da, also wie sehen die Individuen dieser heterogenen Masse auch aus, was ja das WeQ auch ausmacht, weil man ja vom Einzelnen ausgeht, dass im Wohlbefinden des Einzelnen das Wohlbefinden der Gemeinschaft entsteht und dadurch einfach dieses Netzwerk oder so ein intelligentes Netzwerk entstehen kann. Beantwortet das? Ja, ich hoffe. Ich würde mal die Frau Hache mal fragen. Nebenan, Sie sind ja sozusagen ausgezeichnet worden als besondere Lehrerin, als besondere Lehrkraft vor 2 Jahren. Und das ist ja ein Aspekt, der vielleicht gerade im Bereich dieser von Herrn Dreger beschriebenen Massifizierung ein bisschen untergeht. Also klar, man hat vielleicht Contents, die sich weltweit durchsetzen, weil es wunderbare Lehrer sind, die das oder Lehrerinnen sind, die das, den Stoff medial umsetzen können. Aber ich würde mal interessieren, wie sind Ihre Erfahrungen gerade international? Also spielen die großen Big Contents da eine Rolle im Schulbereich oder vielleicht auch links und rechts daneben? Setzen Sie so etwas im Unterricht ein oder ist es doch mehr also auf der Mikroebene, wo Sie sich dann bewegen? Ja, also meine Erfahrung im Moment im internationalen... Nee, ich glaube, der Ton ist weg. Spreche einfach mal weiter, bis der Ton wieder nach. Komm ich gar nicht.